Jawohl, dem, der keinen Herbstblues hat, aber was uns alle treffen kann, das ist eine Erkältung oder eben auch irgendwann die Grippe. Dr. Bettina Lange ist bei uns, stellvertretende Leiterin des Uniklinikums Mannheim. Erstmal, wann hatten Sie denn Ihre letzte Grippe? Ich bin geimpft. Ah, okay, also wahrscheinlich lange her. Impfen, das ist eine wichtige Vorsorge und wenn ja, für wen? Das ist die wichtigste Vorsorge überhaupt. Da kann man aktiv sich und aber auch alle, mit denen man Kontakt hat, vor der Grippe schützen. Sie gilt vor allen Dingen für jeden, der über 60 Lebensjahre alt ist, aber genauso auch für noch Ältere, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen. Jede Schwangere, es ist ein Totimpfstoff, der schädigt nicht das ungeborene Kind. Alle chronisch Kranken, das heißt, man hat Diabetes oder eine Lungenerkrankung oder neurologische Erkrankungen. Und wie gesagt, Patienten, die wie ich im Krankenhaus oder in Arztpraxen oder irgendwo im Gesundheitswesen arbeiten, die letztendlich als Person selbst unerkannt Träger des Influenza, des Grippevirus sein können und gar Patienten gefährden, indem man sie ansteckt. Und natürlich die Lieben zu Hause auch. Wann ist es denn sinnig, sich mit einer Impfung auseinanderzusetzen? Man sagt immer von O bis O, der Oktober, der jetzt zu Ende geht, bis sogar Ostern kann so eine Grippesaison reichen. Der Impfschutz setzt nach circa 2 Wochen ein, sodass man im Oktober eigentlich die Impfsaison startet, aber unter Umständen man auch noch im Januar, Februar eine Impfung erfolgreich durchführen kann. Also kann man jetzt schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Absolut. Wenn einen jetzt nicht die Grippe trifft, aber möglicherweise eine Erkältung beziehungsweise erstmal vorbeugen. Wie kann ich denn gut eine Erkältung vorbeugen? Warm anziehen. Bauch frei, Füße frei, das auch, ist eigentlich ja, jetzt Knöchel, nicht mehr so das Thema, obwohl die Sonne noch scheint, aber sie hat nicht so die Kraft. Ausgewogene Ernährung, vor allen Dingen Vitamin C zu sich nehmen und wie gesagt, auch wenn die Grippesaison, die Influenza-Viren kommen, dann entsprechend Hand vor den Mund halten beim Husten und Niesen, die Hände auch mal waschen natürlich, Taschentuch auch mal öfter wegschmeißen und mehrere benutzen und vor allen Dingen größere Menschenansammlungen, wenn alles um einen hust und kreucht und fleucht, wenn möglich vermeiden. Okay, das kann man hier in der Redaktion, glaube ich, auch ganz gut mal sagen. Wenn ich dann merke, jetzt auf einmal kommt vielleicht ein bisschen was, ist was im Anflug, kann ich dann noch was tun? Wie gesagt, die eben genannten Hausmittelchen, die helfen auch, aber ist die Grippe erstmal im Anmarsch, dann geht es eigentlich innerhalb von 1-2 Tagen rasant mit hohem Fieber, Gliederschmerzen, kann auch aber mal ganz harmlos sein, wie jetzt zum Beispiel grippeähnliche Symptome, die dann aber eher unter eine Erkältung fallen und nicht durch das Influenza-Virus ausgelöst sind. Aber dann letztendlich, wie gesagt, ist nicht mehr viel zu tun, symptomatisch viel trinken, Wärme und auch dem Körper die Zeit geben, die er braucht, um sich zu erholen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Und Stress ist dann auch nicht unbedingt gut. Dazu fällt dann sicherlich auch der Arbeitsstress. Wunderbar. Frau Dr. Lange, danke, dass Sie bei uns waren.